Baller noch nicht so hoch im Kurs. Boah, ich hab keine Ahnung. Das war auf jeden Fall sehr schlecht, ey. Also, unterirdisch. Ah, gegen Sheamus. War irgendwie was gegen Sheamus. Aber er war so schlecht, der Pay-Per-View. Also, boah, ich fand so schrecklich. Ich habe eine Frage so an euch, welches Match ist so euer All-Time-Favorite, also was ist euer Lieblingsmatch? Könnt mal gerne so sagen, würde mich da interessieren, also meins ist ganz, ganz klar, nicht von WWE leider. Es ist von TNA, sag nur Unbreakable 2006, The Phenomenal, AJ Styles. Gegen Christopher Daniels, The Fallen Angel, gegen The Samoan Bulldozer, Samoa Joe. Samoan Bulldozer? Warte mal, war das Miss Umaga? Ich verwechsel die beiden immer wieder die Spitzennamen. The Samoan Submission Machine, glaube ich, war Samoa Joe. Ich glaube, so irgendwie der Bulldozer war Umaga, Rest in Peace. Ja, und das Submission Machine war, glaube ich, Samoa Joe. Für mich ist ganz klar eins der geilsten Matches, die ich je gesehen habe. Das ist mein Lieblingsmatch. Weil, allein schon, wenn AJ im Ring ist, ist das was Besonderes für mich. Weil er ist für mich der beste Wrestler, den es je gab. Klar, Shawn Michaels. Kann man auch gerne nennen, ja, aber. Ich mag AJ mehr. Kann ich pinnen? Okay. Tja, Wendy. So, was gibt's jetzt so? Ja, auf jeden Fall war das Match genial. 3-1 Aro Wrestler. Oh. The game wrenching way back. Oh, it's Kane! Spear? Edge come from? I don't know, Michael, but what a save that was! The match is gonna end in disqualification, but for Triple H, this could have been so much worse. Ah, cool. Ja, auf jeden Fall 3-1 Aro Wrestler. AJ Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe. Und ja, die haben gezeigt. To be dashing. Wie das Lied. Fatal 4-Way und sie nur drei Bilder. Aha. Me free. So geil, das Lied. Ich muss gerne an diese Dashing Cody Rhodes Videos, wo er so Beauty-Tipps gegeben hat. Das ist so geil, dieses Lächeln, ey. Dieses geniale Lächeln dann am Ende. Ich hab immer so weggelacht. So lustig gespielt, ey. I'm Dashing Cody Rhodes and one step closer to Dashing. Das ist immer das Geilste, ey. Also, ja, ich hab's gerade nicht genau Englisch übersetzt, ne? Also nicht alle englischen Wörter gesagt, nur halt die Highlights da. Ah, genial! Aber, ja. Ich muss da noch was zu sagen bei TNA. Diese drei Leute haben ein Midcard-Titel-Match gehabt. Das war der Main-Event. Und es war das Beste mit dem Teenage, wie ich finde, bei Weitem. Und da haben die Weg gezeigt, dass der Midcard-Titel ein Aushängeschild für eine Comedy sein kann. Aber naja, jetzt ist der,
Exhibition-Titel ein bisschen verkommen. Aber baut wieder in Glanz auf. Auf Glanz auf. Oder? Am Glanz auf. Das ist doof an. Er glänzt bald wieder so. Ja. Hallo, Motherfucker. Yay! Danke, Artruf. Spinebuster. Scheiße! So, Abstauber, komm! Los, komm! One, two, three! Ja, abgestaubt! Oh, genial! Abstaubi! You're fired. Ja. Was ich auch gerade jetzt ansprechen muss wegen Midcard-Titel, Dolph Ziggler und Cody Rhodes sind gerade für mich dabei, die Titel aufzuwerten. Weil Dolph Ziggler nicht so stark, aber auch ein bisschen. Weil er gerade mit Zack Ryder fehlt, der ein sehr, sehr großes Standing wohl gerade in der WWE hat, wie ich finde. Du bist seine Internet-Show und allgemein. Ich finde aber gut, er hat was im Ring drauf, wie ich finde. Charisma, hallo. Ohne Ende. Also, was hast du eine Frage? Are you serious, bro? Und ja. Mick Work hat auch. Das kann ihn keiner abschreiben. I'm here to deliver a message. Save your breath. Okay. Motherfucker. So. Bam. Yeah. Bin mal ein bisschen noobisch, ne? Wie ihr mich so kennt, ne? Und, ja. Ambuse hier Sachen. Aber Kane kann es auch so fertig machen. Oh Mann, ey. Ich dachte, er wäre schneller. Ich versuche immer viel zu schnell zu kontern. So. Ja. Komm, gehen wir ein bisschen hier lang. Nächster Kane. Wo bist du hin? Ey, Digga, was los? Und? Ups. Ey, Digga, was los? So, mal sehen, was ist passiert. Oh, Stroke Slam. You should have let me finish, Triple H. Miz has chosen me to be in the fatal four-way match. See you there. Aha. Hä, Fatal Four-Way? Warte mal. King Randy Orton und Triple H, warte mal. Hab ich irgendwas gerade verpasst? Wer ist denn da noch da? Der Dolphster?
Ach so. Ah, das ist Qualifikation. Ach so. Ja, ihr könnt hören, wie ich es mir gerade auf die Stirn geklatscht habe. Sollte mal anfangen, mal hier mal so eine Storyline mitzuverfolgen und.